Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Zuschauer. Du hast letztes Mal Batman The Animated Series auf dem Game Boy gespielt und ich habe dir sehr gerne dabei zugeguckt. Das scheint ein ganz witziges Spiel zu sein. Ich war überrascht, wie wenig du mit der Super Nintendo Pad-Steuerung zurechtkamst. Das scheint ja die größte Schwierigkeit an diesem Spiel gewesen zu sein. Ansonsten, es gefiel mir ganz gut. Wieder bei allen Gameboy-Spielen ist es natürlich so, dass man relativ schnell auch stirbt, wenn es denn soweit ist. Aber so ist es. Du hast mir nun ein anderes Spiel aufgegeben, nämlich eines auf dem NES. Ein Klassiker, den ich quasi noch nie gespielt habe, mit Ausnahme des kurzen Ausflugs vor 2 Wochen. Weil der nämlich im NES Remix 2 aufgetaucht ist. Und es handelt sich um Super Mario Bros. 2. Und damit beginnen wir dann auch direkt. Jetzt. Ja, Titelbildschirm. Gut. Story. Als Mario eine Tür geöffnet hat, nachdem er eine lange Treppe in seinem Traum hochgeklettert ist, ging eine andere Welt vor ihm auf und er hat eine Stimme gehört, die, ja, geht ein bisschen schnell dafür, dass man es, was soll's, wir brauchen schon Story. Los geht's. Ich nehme natürlich Mario. Interessant, dass man hier verschiedene Spiele auswählen kann. Das sah aber Gameboyig aus. Cool, man fällt erstmal direkt runter. Wow. Der blaue Rand. Hat der denn so einen blauen Rand? Na gut, ist das halt ein NES-Spiel, ne? Ja, das weiß natürlich jeder, dass man hier irgendwie Gemüse aus dem Fußboden rupfen muss und Gegner aufeinander werfen kann. Das ist völlig anders als bei den anderen, als bei sämtlichen anderen Mario-Spielen natürlich. Wow, Tür. Aha, gleiche Welt, aber in Schatten. Und man muss auch die Pilze auflutschen und aha, das ist kurios. Power-Block bringt sie um. Man kann sich ständig neu bewaffnen, man hat nur ein einziges Wurfgeschoss. Gibt Herzen. Und er wirft immer so ein bisschen schräg nach unten und es ist ein interessantes Spiel. Bekommen. Man kann Gegner natürlich auch als Plattform. Ich weiß nicht, was ich mit den Kirschen soll. Okay, das funktioniert zumindest genauso wie im letzten Spiel. Ich weiß nicht so richtig, worauf das hinausläuft. Ah, man kann immerhin schnell laufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Käfer. Ach so, natürlich. Das erinnert mich vom Level-Design her eher an Mega Man als an Super Mario Bros. Aber gut, wir wissen ja auch alle, dass das im Grunde gar kein Mario-Titel war, sondern dass das Spiel Doki Doki Panic hieß und es ist immerhin gerebrandet worden. Ach so, ich kann da nicht durch.
springen von seiner Plattform? Das ist ja nett. Das hört sich nach Bosskampf an. Ach, kann ich nicht fangen. Ah, aber hier ist Spurklein. Wenn ich es schaffe, da drauf zu springen. Muss ich wirklich diesen Vogel hier umbringen? Ist doch fies. Ständig muss man irgendwelche Dinge hochheben. Bro, do you even live? Ich habe ein extra Leben dazu gekriegt. Ach ja, stimmt, habe ich gekriegt. Okay, wir nehmen wieder Mario. World 1, 2. Ja. Aha. Ah, ah ja. Ach, das war. Okay, das geht ja flott. Findet. Ja. Affen. Fliegende Affen oder so. Bin mir nicht sicher. Man muss sich natürlich auf so ein Spiel einlassen. Ja, sonst geht's. Ups. Ausweichen. Ja, Tür. Das ist witzig, das in dieser Zweitwelt ist so eine Mario-Musik, während diese hier ziemlich ungewohnt ist. Hä? Und jetzt? Ach, man kann in die Vasen rein. Das ist ja geil. Natürlich kann man in die Vasen rein, ist ja klar. Bombe. Oh nein, jetzt habe ich ihn umgebracht und er hat mich trotzdem umgebracht. Vorher noch wegen. Jetzt ist Game Over. Oh. Ich continuiere mal. Ach, man fängt tatsächlich von ganz vorne wieder an. Na gut. Ach so. Und es scheint keinen Vorteil zu bringen, die Viecher umzunieten. Darum bemühe ich mich gar nicht erst. Thank you.
Ich bin nicht so unterhaltsam bei diesem Spiel. Ich finde es bislang relativ langweilig. Interessant, dass er verschieden lange braucht, je nachdem, wie groß die Rübe ist, die er gerade aus dem Fußboden zieht. Das ist halt so ein bisschen Spiellogik, die ich hier nicht erwartet hätte. Voll unsinnig, dass das Viech hüpft. Traue ich mich nicht mehr. Oh, und wenn er klein ist, ist er nicht mal so klein, dass er da drunter stehen bleiben kann. Oh, wenigstens fange ich hier an. Kein Bonus. Ich weiß nicht, wie man den gekriegt hätte. Okay, jetzt wieder der Vogel hier. Ja! Ich schaff das! Ihr kennt mir gar nichts! Ja, die war's. Warum benehmen die sich denn alle verschieden hier, diese Viecher? Oh Mann! Yep. Ah. Also die Wurfeigenschaften von den verschiedenen Dingen, die man hier aus dem Fußboden ziehen kann, die sind durchaus unterschiedlich. Ah. Und die Bombeneigenschaften auch. Thank you.
Das gibt's nicht. Ich stelle mich ein bisschen trottelig an. Schon wieder Game Over. Und jetzt fange ich schon wieder von vorne. Leute, wenn ihr keine Lust mehr habt, das zu sehen, ich könnte es so verstehen. Naja, ich werde ja immer schlauer. Hier ist egal. Rüberspringen. Hier bin ich noch nie links gegangen. Eigentlich ist das ganz geil, das Spiel. Das ist halt ein Run. Klassisches Run. Dass ich mich ein bisschen blöd anstelle, liegt halt an mir. Spiel. Warum kann ich durch diese Wolke durch? Durch die anderen aber nicht, wenn ich... Ah! Vielleicht ist das Spiel einfach auch nichts für mich. Moment. Und schon wieder dieses Viech.
Wisst ihr was? Ich speichere einfach mal. Und weil ich keine Lust habe, den Vogel nochmal zu machen, speichere ich einfach nochmal. Ich wüsste gerne, was man mit diesen Kirschen anfangen soll. Ich glaube, hier war ich auch schon mal. Guck mal, so schnell geht es, dass ich diesen Speicherstein brauche. Das hat sich ja voll gelohnt. So. Das war alles blöde, aber es macht nichts. Ich schnapp mir so eine Bombe, dann schmeiß ich die da hin, dann macht sie den Weg frei. Ja, weil. Ach, der kleine Mario ist auch groß in Wirklichkeit. Das ist natürlich interessant. Der ist nur optisch ein bisschen kleiner. In Wirklichkeit ist er das gar nicht. Ich will diesen Stern. Laufe ich jetzt so schnell ich kann. war ein Versuch. Ah, hier fange ich an. Na gut, das lohnt sich. Noch so ein Vogel. Was haben wir hier? Paradise Island? Das Wurfverhalten ist total anders, je nachdem. Ob man vorwärts läuft oder einfach nach oben springt oder. Wo stand ich denn da gerade? Ob jeder Bosskampf so aussieht hier? Kein Bonus. Ich speichere mal wieder. Das scheint sich zu lohnen. Wenn ich nur wüsste, was diese Kirschen sollen. Ich könnte ja die Anleitung lesen. Aua. Nein, damit muss ich bestimmt. Runter. Oh! Hat es mir
nicht reingelegt. Oh oh. Ah, jetzt darf ich nur noch retrin. Und dann mache ich doch noch mal dieses. Kann ja nicht sein, dass ich die erste Welt schaffe hier in diesem Video. Ich meine, zugegeben, ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber hey. Da habe ich mich ein bisschen von dem Stern ablenken lassen. Jetzt kommt wieder Retri. Nee, doch nicht. Ich habe zwischendurch ein Leben eingesammelt. Was war das? Oh, ein Zeitstopper. Spannend. Da war ein bisschen fies, dass der sich plötzlich umgedreht hat, wo der vorherige da in das Wasser gesprungen ist. Na gut, okay. Wir unterbrechen das an dieser Stelle mal. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich finde das ganze Spiel ein bisschen altbacken. Ich glaube nicht, dass ich das weiterspielen werde, denn das es gibt einfach wahnsinnig viele andere bessere Spiele. Holger, ich habe mir was für dich ausgedacht für die nächste Woche. Und zwar bitte spielst du das Spiel Conker's Bad Fur Day. Das ist ein Spiel, was offensichtlich viel mit Flüchen und schwieriger Aussprache zu tun hat. Deswegen ein bisschen anrüchig ist und eigentlich aber lustig, weil es offensichtlich eigentlich um ein Eichhörnchen geht. Und ich glaube, es ist ein Rare-Spiel. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Und euch, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.